Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, beim MTorskartoto, beim Clan. Ich bin immer noch im Clan Star Hunters. Da war ich am Wochenende in einem Livestream Only RH10, RH11. Und ja, da haben wir schon eine ganze Menge gesehen. Wer den Stream verpasst hat am Samstag, ich verlinke ihn nochmal oben in der Infokarte und auch unten in der Beschreibung. Kann sich den gerne nochmal anschauen. Wer keine Zeit hatte, keine Lust hatte, wem das Wetter einfach zu schön war. Aber ich hatte es ja versprochen, dass ich hier in diesem Clan einen CW-Mitspieler, also bei Only Rathaus 11 und Rathaus 12 geht es natürlich schon ganz anders ab als in manch anderen Clans, wo du halt noch 9er hast, 8er hast, 7er hast und so weiter. Deswegen gibt es hier beim Clan Kriegsende auch nicht immer so die hohen Prozente, also selten, dass hier so Clankriege gespielt werden mit 90, 95, 98 Prozent, sondern eher drunter, denn es gibt hier doch schon sehr, sehr viele 2-Sterne, aber wir sehen hier den Dundee 111. Erstmal mit dem Queenwalk und dann geht es hier mit dem Riesen weiter. Bola Hexen dahinter und jetzt wird hier erstmal gefunnelt. Schön den Wutzauber genommen, dass die Verteidigung hier bzw. die ganze Ecke erstmal geklärt wird, dass hier jetzt nichts mehr rausrennt und jetzt die restlichen Bola gezückt und die können jetzt schon gar nicht mehr großartig einen anderen Weg einschlagen, als der Karre zu folgen. Und jetzt guckt euch mal die Karre an. Also wirklich krass. Kann man nicht anders sagen. Wardenfähigkeit super gezündet hier. Die Karre hält immer noch und geht hier wirklich schnurstracks zum Rathaus. Und die hat bisher kaum was verloren. Geht hier natürlich jetzt am Rathaus auf. Und da hat er auch nochmal ein paar Bowler, glaube ich, drin gehabt. Oder hatte er da was anderes drin? Nee, hat er Bowler drin gehabt. Ich muss sagen, ich nehme in solchen Konstellationen, ist nochmal so ein Tipp, ganz gerne einen Packer mit rein. Hat er hier, glaube ich, auch gehabt. Ich glaube, ich sehe da einen Packer. Ich nehme nämlich auch gerne mit solchen Konstellationen einen mit in die Clanburg. Dann vielleicht noch einen Bowler dabei oder eine Valkyrie oder was auch immer, die dann nochmal richtig für Trouble am Rathaus sorgen. Eine Valkyrie ist vielleicht gar nicht schlecht, denn oftmals hast du am Rathaus auch noch vielleicht so ein paar nervige Skelly-Fallen. Und die macht die Valkyrie natürlich etwas schneller weg als der etwas langsamere Packer oder die langsamere Packer-Dame. Also da können sich die Damen dann mal so richtig durchprügeln am Rathaus. Aber super gemacht hier mit dem Queenwalk und vor allen Dingen ja mit dem Packer. Ihr seht das, der hält auch wieder oder sie hält. Ich rede jetzt mal von sie. Sie hält hier wirklich fast bis zum Schluss durch und ist schon ein guter Tankersatz, der natürlich alles tankt. Das heißt also jede Bauhütte, jede Mine, jeder Sammler, nichts ist vor ihr sicher und geht hier richtig krass mit durch. Also schönes Ding hier. Und wie gesagt, wenn ihr mehr von diesen Fights sehen wollt, dann guckt euch den Livestream ruhig nochmal an. Wir haben reichlich dort zu sehen bekommen, denn in den 2 Stunden, die ich dort gestreamt habe, haben wir richtig, richtig viele Angriffe gesehen. Hat der Clan hier auch wirklich gut organisiert und auch gut gemacht. Wir haben den Clankrieg gewonnen, 118 zu 115. Ich muss sagen, ich konnte dem nicht wirklich was beisteuern. Habe auch extrem spät angegriffen. Einmal mit einem 0-Sterner, einmal mit einem 1-Sterner. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe den kleinen Mini-Bonus hier mitgenommen. Und ich würde sagen, ja, Stammclan. Ihr habt es am Thumbnail gesehen, Stammclan. Was ist eigentlich so ein Stammclan? Was macht eigentlich so ein Stammclan aus? Also das hier ist ja nicht mein Stammclan. Ich war hier nur zu Besuch und sage jetzt auch Bye-Bye. Das habe ich vorher schon getippt. Sage erstmal Bye-Bye, gehe also aus diesem Clan hier raus und war auch ganz, ganz niedlich am Wochenende, als dann jemand geschrieben hat, ob man mich buchen kann. Nein, das hat sich jetzt ergeben hier aus den Kommentaren, aus meiner Community und dem komme ich gerne nach. Auch ich spiele natürlich nicht immer in solchen Clans hier CKs mit, die in so hohen Rathausbereichen sind und von daher hat mich das gefreut. Ich blende euch den Clan hier nochmal ein. Es ist der Clan Star Hunters, falls sich mal jemand hierhin verirrt, aber der Clan ist auch sehr, sehr voll. Sie haben auch mehrere Family Clans dahinter und es war dann schon ein reges Kommen und Gehen hier. Also nochmal, ich habe leider keine Valkyrien und leider auch keinen Wut. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich gehe jetzt erstmal in meinen Stammclan zurück und liefe hier erstmal. Ja, was ist eigentlich mein Stammclan? Mein Stammclan ist hier schon gar nicht mehr drin. Und den habe ich wahrscheinlich nicht mal in meinen Bookmarks. Meine Bookmarks sind auch eher ungepflegt, muss ich sagen. Es sind ein paar ältere Clans dabei. Aber ich glaube, die Soßen habe ich hier noch nicht mal drin.
Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich jemanden in meiner Friends-List habe. Ich habe ja eine ganz, ganz kleine Friends-List. Ah, da ist nicht mal der Maste. Der Maste ist auch abtrünnig im Moment, okay. Ich weiß gar nicht, was er da will. Vermutlich nur Tashira besuchen, die jetzt in der Legende ist. Und dann mache ich einen kurzen Cut, dann bin ich gleich in meinem Stammclan. So, und kaum angekommen hier beim Clan Spätzle mit Soße, kann ich gleich weitermachen, wie ich den Stream aufgehört habe. Ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, hier hat sich jemand umbenannt. Wir haben eben herzlich gelacht. Also, Hanna hat sich hier umbenannt in Fairplay Forever. Ja, finde ich ganz gut. Ist ein ganz netter Name. Und wenn die Angehörigen dann nicht mehr Clash of Clans spielen, dann kannst du dir den Account auch schnappen, kannst ihn umbenennen, so wie du ihn gerne hättest. Ist keine schlechte Option. Ich habe die Option auch noch mit allen meinen Rathäusern, außer mit dem Alex. Da muss ich die Option mit Juwelen bezahlen. Und aber ich habe auch noch keinen richtigen Namen. Ich meine, der Alex ist mir auch so ein bisschen ans Herz gewachsen. So dieser Name, alle nennen mich der Alex. Und da, wo ich bin im Clan, die wenigsten wissen, dass ich eigentlich anders heiße. Finde ich so ein bisschen Anonymität, finde ich ganz nett. Und von daher weiß ich noch nicht, ob ich den dann doch vielleicht mal umbenenne. Okay, das sind hier super 3 Sterne. Mal gucken, ob wir ein bisschen höher schon was reinfangen hier. Jawohl, da haben wir den Gompi. Gompi? Nee, Gompi. Gompi. Gompi ist es mit einem Drachenangriff auf Rathaus, ja, Rathaus Level 8, da länger jetzt nicht gesehen, Rathaus 7, Rathaus 8, Rathaus 9. Ich hoffe, das wird wieder ein bisschen mehr bei mir werden. Im Moment bin ich ja mit meinen Neunern ganz, ganz faul. Also, was heißt ganz, ganz faul? Ich mache mit den Neunern eigentlich im Moment nichts. Das tut mir auch ein bisschen leid für die Clans. Es sind ja meine Stammclans, mit denen ich eigentlich bei den Neunern bin. Ich war, glaube ich, erst einmal mit einem raus, kurz mal in dieses YouTuber-Event, wenn ihr euch erinnern könnt, mit dem Rathaus Neuner mit Maxed. Aber da tut es mir ein bisschen leid für, dass ich im Moment wirklich, wirklich, wirklich wenig mache. Ich mache jetzt die Clanspiele, die beginnen, mache ich natürlich ganz, ganz brav wieder mit und fahre die Punkte mit dem Clan ein. Aber Clankrieg im Moment ist für mich ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen arg zeitaufwendig und ja, deswegen bespiele ich sie im Moment nicht. Und aus dem Grund gibt es auch ein bisschen weniger Content von mir, wenn ich selber mein Rathaus 9 oder mein Rathaus 8 bespiele, sondern das Rathaus 12 hier erfordert schon ein bisschen mehr von mir. Und auch mein 10er ist bald maxed out, also außer die Mauern. Und ich muss, glaube ich, noch 1-2 Forschungen machen. Aber auch der geht vielleicht auch auf 11. Da fache ich nochmal die Diskussion mit euch an. Okay, war ein schöner Angriff hier. Schöner Drachenangriff. Schon länger nicht gesehen, sowas bei mir in den Folgen. Aber immer noch gerne gesehen. Und haben wir eigentlich schon Angriffe hier oben gehabt. 17, das war Kompi. Fairplay Forever. Okay, und was haben wir hier unten? Oh, Gabusa. Okay. Ei, okay, kleines Dorf. Eine Kanone, ja. Noch eine Kanone, aber wenn der Kollege ein Rathaus weitergeht, ihr habt das meinem Toto gesehen, dann muss er leider alles bauen. Also engineert wird das hier nichts mehr. Er muss also schon ein paar Mauern bauen und muss die restliche Defense vor allen Dingen auch raushauen. Kommst du nicht mehr rum? Finde ich auch ganz gut, dass Supercell diesen Weg hier auch im normalen Dorf gegangen ist. Und dann sterben die Engineered Accounts na, hoffentlich mal so ein ganz kleines bisschen aus. Was hat er denn hier drin gehabt? Ah ne, sie hat hier drin gehabt 2 Hawks. Okay, die machen jetzt die eine Kanone und können sich jetzt schon um den Rest kümmern, obwohl noch ein paar Skelette sind. Aber jetzt hat sie sogar ein bisschen Pech. 2 Luftfallen, okay, das haut den Maxed Babydrachen aber nicht um. Ich glaube, da sind wir ehrlich. Hast du gut gemacht, Kabusa. Wir ziehen uns noch ein Angriff hier live rein. Oh, das ist von Nummer 12. Armand zockt. Und gucken wir mal, wie er das hier geregelt hat. Ist natürlich ein Rathaus 8er. Im Moment eiert hier gerade die Uhr. Ah, jetzt geht's weiter. Ist also kein Leck bei mir, sondern ist eher dann Leck bei Supercell. Beziehungsweise, weil hier vielleicht der ein oder andere Zuschauer noch mit reinkommt. Mal sehen, wie er das hier löst. Ich muss mir gerade mal ein bisschen die Ecken anschauen. Okay, da ist ein bisschen Verteidigung. Ja, die Base sieht auch irgendwie so Rathaus 7. Und dann mache ich mal ein paar Mauern. Die stelle ich mal irgendwo hin, so zur Verwirrung aller. Und er macht hier hinten erstmal mit dem Lucky. Mit dem Lucky ganz, ganz locker die Kanone. Ich meine, er kann ja jetzt schon andere Truppen schicken. Guck mal, er macht einen Luftangriff. Und ich denke mal,
Da musst du nicht drauf warten, bis der Lucky hier den Bombturm und den Minenwerfer macht. Denn, okay, jetzt kommt schon die Clanburg. Die lockt er sich jetzt erstmal, jetzt in diese Ecke. Oh, Troll-Tesla. Troll-Tesla-Alarm. Ja, manchmal hat man da Muffe so, oh, scheiße, ein Tesla. Müsst ihr nicht haben. Müsst ihr nicht haben, einfach Truppen raus. Queen am besten jetzt schon gleich rausballern. Ein Giftzauber hat er vielleicht für die Hexe da. Okay, aber er verballert irgendwie seine Minions jetzt dafür. Das ist natürlich nicht gut. Die Hexe nicht in dem Giftzauber. Aber er hat, okay, 1, 2, 3 Lakaien für die Hexe. Na? Ja, aber gerade so mit Mühe und Not hat er hier die Hexe gerade noch so erledigt. Und ja, ich meine, das ist ein Neuner. Was hat er? okay, er hat einen Elektrodrachen dabei auf Max. Gut, kann man mal machen. Ihr seht das, der Elektrodrache ist da sehr, sehr schlecht eingesetzt, muss ich einfach mal so sagen. Gerade jetzt seine ersten Blitze, die gingen nur auf ein Lager und er kann ja wesentlich mehr. Das heißt also, wenn man vorher ein bisschen cleart und setzt ihn dann raus, wenn so zwei, drei Gebäude nebeneinander sind, weil so ist er sehr, sehr uneffektiv, das seht ihr selber. Der macht nämlich nichts, weil er auch noch so langsam ist. Also, ich weiß nicht, ob das für so ein, ich meine, gegen so ein Achter reicht das hier ganz, ganz locker. Der Drache macht nichts, ne? Ihr seht das, der fliegt nur hinterher. Und denkt sich wahrscheinlich auch, Leute, lasst mir auch noch ein Gebäude vielleicht. Ja, ich weiß, ich muss erst ein bisschen aufladen. Aber wenn ihr so schnell seid, okay, dann kann ich natürlich nichts anderes machen, außer euch hier begleiten. Wir begleiten den Elektrodrachen einfach mal, weil wir auch ein bisschen zu wenig gesehen haben. Jetzt haben wir mal ein bisschen was gesehen. Mal sehen, ob wir jetzt noch einmal seinen Strahl sehen. Ja, da habt ihr das gesehen. Drei Gebäude auf einmal. So muss das eigentlich sein. Und jetzt hat er ein Gebäude gemacht. Okay, es ging ein bisschen noch auf die Clanburg. Ja, aber so ist er einfach zu langsam. Ich meine, der ist jetzt immer noch voll. Aber gegen so einen Achter reicht das hier. Und ihr seht das, es sind auch noch reichlich Loons da. Ja, hat er ganz gut gemacht. War sicherlich so eingeteilt. Erstmal sichere drei Sterne hier zu machen. Ja, und wenn man erstmal wieder so ein bisschen in seinen Stammclan zurück ist, dann guckt man sich natürlich erstmal ein bisschen um. Gibt es ein paar neue, gibt es ein paar alte. Ich meine, das Leben ging ja nicht an mir vorbei, weil ich hier noch einen zweiten Account hier drin habe. Auf den habe ich ab und zu mal eingeloggt. Aber auch der Chief Barfuß ist im Moment nicht im Clankrieg dabei, denn ich baue so, fern die zwei Tage jetzt noch nicht um sind, der King levelt ja jetzt echt schnell erstmal auf 15, ist noch nicht ganz um. Dauert sicherlich noch einen Tag und dann spiele ich mit dem sicherlich auch wieder einen Krieg mit. Also gucke mich immer mal wieder ein bisschen um und sehe, ich sehe eine grüne Serie hier bei uns. Mal gucken, wie lange die noch anhält. Hier haben wir mal einen verloren, hatten davor auch schon eine Serie. Mal sehen, wie das hier weitergeht mit uns bei den Soßen hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auch am Wochenende in dem Stream mit dem Olli, mit dem Skylife COC und mir beim CWL-Finale. War wirklich coole Sache, viele, viele spannende Fights und 149 zu 148 spricht, glaube ich, sehr, sehr deutlich dafür, dass sich das Ganze auf einem sehr hohen Niveau abgespielt hat dort. Auch wenn ihr diesen Stream verpasst habt, ich habe ihn oben bei euch in der Infokarte nochmal verlinkt, also auch den könnt ihr euch nochmal in voller Länge anschauen. Vielleicht nimmt man ja was mit. Ich hoffe, ihr nehmt einen guten Start in diese Woche. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.